Sind Sie schon auf Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserer Expertenrunde im Format Kolloquium. Wir sprechen heute mal über Weltbilder und zwar mit Professor Dr. Dr. Christian Schubert, Professor Dr. Thomas Rau und Professor Dr. Elmar Wienecke. Zu alledem haben wir noch unseren Gesundheitsanalyst Per Zeebergs bei uns. Und wir schauen mal, was in unserer Gesellschaft passiert, wenn ein Weltbild zusammenbricht und wie wir auch schaffen, damit sinnvoll umzugehen. Bleiben Sie dran! Hallo liebe Gäste, schön, dass ihr alle da seid in dieser wundervollen Runde. Zu Beginn, ich habe es ja schon angekündigt, wollen wir uns mal diese Weltbilder-Thematik anschauen. Mich würde allerdings interessieren, ob wir die einzige Gesellschaft so sind in dieser, ja, sag ich mal, Industriegesellschaft, die überhaupt so ein Weltbild kreieren oder ob es in anderen Ländern sowas überhaupt gar nicht gibt, dann, dass man da einfach mit dem Flow geht, dass da überhaupt gar nichts zusammenstürzen kann, weil man einfach mit der Natur verbunden ist. Ich schaue dich schon so an, lieber Thomas. Ja, ich bin immer der Arme, der bekommt. Die hören dir zu und sagen dann was. Du hast mir gerade so schön zugehört. Du hast den Grundstein gelegt. Jetzt geht es nur ums Fundament. Ich denke, es ist so, ich bin nicht der Philosoph, da haben wir deutlich kompetentere Mitsprecher. Ich denke, das ist nicht so, dass die anderen Kulturen kein Weltbild haben. Die haben einfach ein Weltbild, das vielleicht weniger thematisiert und verbalisiert ist, tragen es aber wahrscheinlich viel stärker in sich, als wir in unserer leider depolarisierten Situation zunehmend heute haben. Dass der Einzelne, weil er eben die Identifikation ganz systematisch unterwandert kriegte, gar nicht mehr weiß, wo er heute steht, muss sich dann an Dingen orientieren, die keine reellen Inhalte mehr haben. Also das heißt, er liegt nur noch vor dem Fernseher. Der Fernseher seinerseits ist völlig gekauft. Die Presse ist ebenfalls gekauft. Wir haben kaum mehr die Möglichkeit. Und diese Institution, die eigentlich die wichtige wäre, um Identifikation zu haben, ist dann auch unterwandert. Nämlich die Familie, die Schule, das Kleine, die Gemeinde mit den Vereinen, aber natürlich auch die religiöse Gemeinschaft. Das fehlt einfach immer mehr. Und jetzt wird es klar, dass plötzlich merkt der Mensch, ups, ich bin nirgends mehr. Und was mache ich jetzt? Aber das war eine ganz, ganz lange Entwicklung. Und ja, und hinter dieser Entwicklung, die jetzt unterwandert wurde, stand natürlich die mitteleuropäische Kultur oder die westliche Kultur, die christliche Kultur, würde ich sagen, welche einfach uns tief durchwirkt. Unser ganzes Bewusstsein ist, denke ich, christlich geprägt. Also ich bin überhaupt nicht ein Frömmler oder so, in keinster Weise. Das ist einfach ein Kulturgut, das die westliche Welt durchwirkt hat und das jetzt auch zunehmend gezielt unterwandert wird. Wir verlieren die Identifikation. Für mich ist das persönlich kein Thema, weil ich verliere die nicht. Ich habe sie nie verloren, ich ließ mich nicht unterwandern. Aber ich sehe immer mehr, sogar in meinen Kollegenkreisen, sogar in meinen sozial, mir früher sehr wichtigen Kreisen, dass diese Polarisierung ist eigentlich nur Ausdruck des Identifikationsverlustes. Ich unterstelle mich nicht mehr, also ich meine, man unterstellt sich nicht mehr, so meint man, einer Autorität. Und nicht mehr einer wahren kulturellen Autorität, die man früher gehabt hat. Das betrifft den Körper, das körperliche Bewusstsein, das betrifft eigentlich durchwegs ist das Ganze, die wichtigen Dinge.
Aber das ist auch ein Weltbild, oder? Ja, das ist das. Das ist ja auch ein Weltbild. Das stimmt. Das Weltbild. Ja, das ist das Weltbild dieser Gesellschaft. Ja. Wir halten uns ja auch fest, oder wir haben natürlich uns auch geprägt durch unsere Titel und durch unsere Berufe, durch materielle Dinge. Das sind ja jetzt Dinge, die auch wegbrechen können oder sogar wegbrechen. Christian, wie siehst du das? Das ist ja jetzt bei uns, sage ich mal, so dieser Punkt, der jetzt wirklich den Leuten so ein bisschen ja, an die Nerven geht. Du meinst das Wegbrechen des Wertes Geldes? Ja, wenn ich mir mein Weltbild schaffe, ich bin hier Ingenieur, ich habe die Position und habe mein Häuschen und ich glaube an das, was die Regierung sagt, der hat recht. Und ich glaube an das, was die Medizin sagt, die hat auch recht. Zum Beispiel. Mhm. Und wenn das jetzt natürlich anfängt zusammenzubrechen? Das ist eine gute Frage. Also ich habe jetzt gerade nochmal vielleicht von Thomas, ich bin jetzt historisch jetzt nicht unbedingt der Fachmann, aber wenn ich so denke an die Entwicklung der letzten Hunderten von Jahren im Zusammenhang mit unserer Kultur und dem Entstehen eines Weltbildes, und du hast gerade von dem christlich-katholischen Zugang gesprochen, ich denke da an den Aschermittwoch, wo der Körper am Boden bleibt und Geist und Seele sozusagen gehen ab in den Himmel. Das ist ja ein dualistisches Phänomen. Ja? Also da wird Körper, Geist und Seele getrennt. Und dann haben wir noch den Descartes hinterher, der den Dualismus begründet hat, also diese Trennung von Geist, Körper und Seele. Dann haben wir die Aufklärung, die sehr rational ist, also die sehr diesen mechanistischen Teil, Naturwissenschaft hat wunderbar profitiert davon, eine Naturwissenschaft, die wir nicht als Naturwissenschaft sehen, weil wir ja ganzheitlich denken, aber die Aufklärung weiter betrieben haben, die haben sicherlich die Naturwissenschaft im kühlen, mechanistischen, rationalen gemeint. Dieser Aspekt ist das Weltbild, mit dem wir in den letzten Hunderten von Jahren konfrontiert waren. Und richtig, ja, ich denke, gerade jetzt im Turbo der letzten 3 Jahre wurde uns dieses Weltbild als unmenschlich vorgeführt. Also das, was wir bis dato immer als Schutzraum sahen, nämlich eine Medizin, die vorgab, uns zu helfen, ein Geldwert, dem wir nachstrebten, um damit Glück zu erlangen, das ist uns offensichtlich jetzt, oder vielen, hoffe ich, je mehr, desto besser, deutlich geworden, dass es das nicht ist. Das sind nicht die Werte, um die es da geht. Und was da mit Sicherheit jetzt massiv passiert, ist eine Verunsicherung. Also ich denke, das, was du angesprochen hast, wenn das, worauf wir uns eigentlich verlassen haben in unserem Weltbild, jetzt plötzlich die Hohlheit und die Eitelkeit im weitesten Sinn auch verdeutlicht und die Sinn- und Bedeutungslosigkeit, weil ich glaube, das ist einer der ganz wesentlichen Themen, Wert, Sinn und Bedeutungslosigkeit, Beziehungslosigkeit. Die Menschen sind nicht untereinander in der Beziehung mehr. Über viele, viele Jahrzehnte, in den letzten Jahrzehnten haben wir das so stark sehen können, die Isolation der Menschen, das Auseinanderdividieren, das Desintegrieren der Menschen, und zwar sowohl im Sozialen, im Miteinander zwischen den Menschen, die darauf gepolt sind, ich muss für mich sorgen und weiterkommen, über Leistung und über Ellbogen, also das Soziale und die psychischen Erkrankungen, die hier gestiegen sind, massiv, aber zusätzlich auch in mir habe ich die Selbstwahrnehmung verloren, ich habe mich als ganzheitliches Sein nicht mehr wahrgenommen, also das sind ja viele Isolationen, Separationen, Auseinanderdriften, also vieles ist nicht mehr zusammen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein ganz wesentlicher Aspekt ist von Erkrankung. Also das ist einer der Trigger für langfristig für Erkrankung, auch der Gesellschaft natürlich. Also dieses Auseinanderdriften der Teile, die eigentlich zusammengehören, und wir haben es verlernt, uns wahrzunehmen. Also ich denke gerade auch an dieses, wir könnten doch viel besser Krankheit
spüren, weil das Immunsystem, wir wissen, dass das Immunsystem uns, wenn es aktiv ist, sehr schnell, und zwar sehr schnell, mit ganz wenig Aktivität im Gehirn informiert, dass wir, dass da was los ist. Wir spüren das mit ein bisschen mehr Erschöpfung, ein bisschen mehr Müdigkeit. Wir kommen an unsere Grenzen, aber wir haben verlernt, dieses Immunsystem zu dechiffrieren. Wir haben verlernt, zu spüren, uns zu spüren. Und deswegen erkennen wir vielleicht auch Krankheit viel zu spät. Ja? Deswegen müssen Frühdiagnostiken laufen, im technisierten Sinn, die dann eh zu spät sind, weil schon was nachweisbar ist. Das Immunsystem ist viel früher. Das Immunsystem lässt uns, ist in Resonanz mit Welt und mitteilt uns, wenn es zu viel wird, und zwar ganz, ganz früh. Und wenn wir das verlernen, wenn wir die Selbstwahrnehmung verlernen, dann, das ist ein Spaltungsprozess zwischen Psyche und Körper. Und wenn der zunimmt, dann bricht es. Und wir sind für meine Begriffe durchaus in einem schweren Übergang, aber der ist noch nicht zu Ende. Also ich glaube, die Konsequenzen sind noch nicht klar. Ich glaube, dass das, was da gerade mit uns gemacht wird in den letzten 3 Jahren, dass das erst der Beginn ist von etwas und dass da noch vieles kommen wird, und dann könnte die Krise so groß sein und das Elend und die Verzweiflung so groß sein und der Verlust von Vertrauen so groß sein. Solange, wie ich jetzt gerade in Österreich erlebe, solange die Menschen immer noch etablierte Parteien wählen. Und wir haben jetzt gerade Wahlen gehabt, und auch in Deutschland sind die Wahlen gewesen und die etablierten Parteien werden weiter gewählt. Das Elend ist noch nicht groß genug. Und ich denke, dann können wir auch noch von keinem Wechsel sprechen. Ja? Sondern ich glaube, dass die Menschen jetzt noch weiter, noch tiefer in diesen Wahnsinn getrieben werden, eines falschen Menschenbildes und Weltbildes. Er sagt ja auch diese sogenannte Kommunikationskompetenz. Was haben wir denn verloren? Ja. Menschen sind Individuen, die miteinander kommunizieren, die eine Signalwirkung haben, die sich neuronal austauschen. Das ist ja völlig verloren gegangen. Wir haben vorhin über Digitalisierung gesprochen. Ich muss zum Beispiel meine Studenten 2 Jahre lang, habe ich meine Studenten nicht gesehen. Und nur per Zoom-Meeting. Und ich habe das vorhin schon mal gesagt, diese räumliche Distanz, dieses nur noch digitale Erfassen von Dingen, hat in mir persönlich einfach eine gewisse, ja, doch schon Distanz zu meinen Studenten aufgebaut. Und ich brauche einfach diesen persönlichen Dialog. Und das ist das, was du gerade erwähnt hast in diesen 3 Jahren. Das Ende ist noch nicht in Sicht. Mhm. Und das wird irgendwann kommen. Und wenn das zusammen wird, das gilt ja im industriellen Bereich, bei den Kindern, aber auch bei uns. Und da muss man fairerweise sagen, das ist wirklich gravierend. Und das wird auch nachwirken. Weil das hat sehr, wer hätte denn vor 5, 6, 7 Jahren über so eine Situation, oder wer hätte das überhaupt mal vorhersagen können? Keiner. Jetzt sind wir damit konfrontiert worden. Jetzt müssen wir sehen, wie können wir die Kommunikationsplattform wieder anders schaffen. Den Dialog, das Sprechen miteinander, der Austausch ist so wichtig. Nicht nur jetzt per Zoom in die Augen gucken, sondern das persönliche Erleben, das geht völlig verloren. Und das ist extrem wichtig. Aber ich glaube, das ist auch eine Chance. Ich glaube ganz persönlich, wir sind ja Fußballer beide, und ich sehe immer Art Reframing, ich sehe das immer umdeuten. Wenn ich ein Scheißspiel gehabt habe, habe ich der Mannschaft gesagt, was können wir mit dem Mist Positives erreichen? Und das muss ich ja jetzt auch machen. Ich kann mich ja nicht in Resignation verfallen, sondern ich muss sagen, was kann ich erreichen? Indem ich nämlich diese Situation als Chance nehme, anders mit Dingen auch zukünftig umzugehen. Das ist also meine Herausforderung da, die ich jetzt sehe. Ist nicht einfach, wir müssen alle gemeinsam daran arbeiten, aber eine Möglichkeit. Ja, gerade wenn wir bei dir sind, Elmar, ich finde es auch trotzdem nochmal wichtig, hier diese Mikronährstoffgeschichte anzusprechen, weil wenn das System natürlich kollabiert durch Stress, Verlust, Angst, Traumata, dann haut es natürlich auch den ganzen Körper im System aus der Bahn. Er hat was ganz Wichtiges gesagt, weil er ist ja der Experte im psychosomatischen Bereich. Was passiert in so einer Situation, wo 3 Jahre die Kommunikationsplattform nicht da ist? Die Menschen essen ungesunder, noch ungesunder. Warum? Sie haben kein, also wenn du gefrustet bist, wenn du eine schlechte Frustrationstoleranz hast, also was auch immer, dann greifst du zu irgendwelchen Dingen, die völlig außer der Norm schlagen. Das hat langfristige Konsequenzen natürlich für den Einzelnen. Und das summiert sich. Dann kommt Bewegungsarmut dazu, viele andere Faktoren. Natürlich kann man jetzt rein biochemisch, kann ich sagen, wir haben ja auch viele, viele ADS-Kinder,
Kinder untersucht und haben in 8 Wochen durch gezielte Mikronährstoffzufuhr eine Normalisierung, eine Harmonisierung der hormonellen Regulation der Schilddrüse herbeiführen können, die quasi zu einer vegetativen Dysregulation geführt hat. Das waren alles die Folgen. Natürlich kann ich viel über Mikronährstoffe kompensieren, aber wir haben vorhin schon mal gesagt, das Ganze ist nicht nur eine rein biochemische Einheit, sondern das Ganze ist eine, das spielt eine Riesenrolle. Das Thema wird mich bis in die Kiste gehen begleiten, Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin. Aber mir ist wohl bewusst, und das ist in dem Gespräch auch immer wieder deutlich, dass die verschiedenen Mechanismen, die verschiedenen Dinge zusammen Synergien bringen. Wir müssen an den Marionettenspieler in. Ganz genau. An den müssen wir. Genau. Das ist es. Ja, genau. Der liegt drüber. Richtig. Moleküle in der Hand, oder? Und genau. Wenn es nicht gut geht, dem Marionettenspieler, genau. Dann gehen die Moleküle. Und du kannst natürlich an Molekülen was tun, keine Frage. Ja. Aber der mächtigere Ansatz wäre sozusagen, den Marionettenspieler zu kriegen. Gute Idee, ja. Ja, passt begrifflich gerade super. Wo sitzt denn der Herr? Ich habe schon eine Idee, wo der sitzt, aber ich sage mal, ich habe so immer so meine persönliche Formel gehabt, was macht einen gesunden Menschen aus? Und du meinst einmal Mindset. Ohne gutes Mindset, dem kannst du Mikronährstoffe oder sonst irgendwas reinschieben. Am Ende wirst du versagen. Ganz am Ende wirst du versagen. Und alle Zellen, unser ganzes Mikrobiom, also die ganzen Mitochondrien, verstehen das, was wir denken. Jetzt kommen wir durch Angst und Panik in eine Situation, wo nur noch negative Signale dahin kommen. Die verstehen die, die richten sich unmittelbar darauf ein. Das könnte ja eine Gefahrensituation sein, so Fight and Flight oder so, völlig ohne Not. Und die wird momentan so durchgespielt und so durchexerziert, dass wir unseren ganzen Organismus, alles, was uns ausmacht, eigentlich nachhaltig schädigen. Ich habe jetzt zum Beispiel das Glück gehabt, ich bin auf dem Land aufgewachsen, ich bin demnächst richtig Richtung Mitte 65. Also ich bin in einer heilen Welt von A bis Z aufgewachsen, habe da auf dem Fußballplatz gekickt, nebendran war ein riesen Bauernhof dabei, sozusagen das Adoptivkind mit dazu. Da gab es alles an Pferden, alles wirklich super gesund, an Schule gut gewesen, alles gut gewesen. Und wenn ich mir das heute jetzt mal so angucke, ich sehe das immer so aus der Drittperspektive. Ich spiele hier mit. Was machen die da gerade? Zum Glück tangiert es mich weniger. Manchmal muss ich mich so aufregen, dass ich wirklich abends eine Flasche Rotwein trinke, habe jetzt weggelassen, es tut mir nicht so gut. Weil du denkst, das kann doch alles nicht mehr wahr sein. Und früher hat man, sagen wir, drauf vertraut, aber hat man auch eine Wertschätzung gehabt seitens des Staates. Heute bist du eine Nummer. Und da gibt es eine ganz interessante Studie, die kennst du hundertprozentig, die Whitehall-Studie in UK. Die lief über 30 Jahre. Und da war das Interessante, was ist die wichtigste psychosomatische Ursache für schwere chronische Krankheiten? Wir haben die gesagt, als Resultat, klarer Testsieger, Efforts, Awards, Disbalance. Du bemühst dich, engagierst dich vielleicht auch zugunsten vom Staat, von der Familie, von der Gesellschaft, von der Schule, wem auch immer, und wirst nicht gewertschätzt. Bist nichts wert. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist wesentlich wichtiger als Geld. Und da sind wir sind auch so eine kapitalistische Gesellschaft auf der einen Seite geworden, dass wir dafür gar keine Zeit mehr haben oder jetzt auch in der medizinischen Behandlung, was ist, glaube ich, die durchschnittliche Anamnese, ist, glaube ich, 7 Minuten. Hm. Sag mal, geht's noch? Geht's noch? Wir sind psychische Wesen, wir sind Lichtwesen, genau, und Materie spielt fast keine Rolle, am Rande dann schon. Da darf ich halt keine großen Fehler machen. Aber psychisch muss es passen. Ich muss da in der Balance sein. Da muss ich alles dafür tun. Da muss ich Auszeiten haben. Da kann ich nicht immer im Stresszustand sein, im Stresszustand noch ins Bett gehen. Dann habe ich noch nicht mal mehr einen regenerativen Schlaf. Da bin ich noch im Fight-or-Flight-Modus, habe ich noch Serotonin und Adrenalin und weiß der Teufel was im Blut. Da habe ich keinen regenerativen Schlaf. Ich brauche aber den ganzen Tag, brauche ich Ruhephasen von Angst und Panik. Da müsste man mal andersrum arbeiten, auch wie das Immunsystem. Wir haben so ein geniales Immunsystem, wenn man als Spezies Menschen überlebt will, ein geniales Immunsystem, eine geniale Selbstregulation haben. Man sagt ja heute auch, wir haben über 50% viralen, unsere DNA ist zu über 50% viralen Ursprungs. Wir sind adaptive Wesen, wir können uns allen Lebensverhältnissen anpassen, aber die schlimmsten sind die psychischen. Wenn die dir Angst und Schrecken machen jeden Tag, du kannst auch nicht gut kicken, wenn dir einer Angst und Schrecken, du kannst auch keine Mathematik lernen, wenn du vom Mathelehrer Angst hast. Aber das kognitive Fähigkeiten sind reduziert und das Immunsystem ist ausgeschaltet. So einfach ist das. Vollkommen richtig, ich gebe keines Beispiel. Ja. Ich habe ja immer gesagt, ich bin ja schon seit über 35 Jahren morgens um 6 Uhr aktiv, mache mein Sportprogramm 2 Stunden moderat. Aber der entscheidende Faktor, ich habe sonst immer eine halbe Stunde Zeitung gelesen. Das sage ich ganz bewusst, das mache ich nicht mehr. Warum nicht? Weil wenn du das heute machst,
Das ist mein persönlicher Eindruck. Da wirst du morgen so schon mit Botschaften zugelullt, dass du teilweise sagst, was passiert hier eigentlich? Manchmal ist es ganz gut, den Morgen anders zu gestalten, als ich mit nur mehr Fakten und meistens in die negative Richtung gehend, weil das sind ja Schlagzeilen, die jeden Tag kommen. Oder wenn du morgens um 6 Uhr NTV guckst, ich habe dann immer wollte mir mal immer so NTV-bildende Dinge sehen, da kriegst du eine Schlagzeile nach der nächsten, aber nicht positiv, sondern negativ. Und wenn du das morgens in so einer Situation letzten immer wieder verinnerlicht bekommst, ist das nicht einfach. Und das ist. Ja, ich muss lachen, weil wir ein anderes Gespräch hatten. Achso, Entschuldigung. Und da ging es ums Nachrichten. Und Thomas hat das so herrlich gesagt: Nachrichten heißt ja Nachrichten. Ja. Also Menschen, Nachrichten nachgerichtet. Nach was werden sie gerichtet? Sie werden nach dem Establishment nachgerichtet. Die Schlagzeilen sagen uns, wodurch man sich nachrichtet. Mit Schlagzeilen. Es wird uns eingehämmert. Also Nachrichten mit Schlagzeilen. Das passt doch wunderbar. Wobei die Ethikwerte, die Wertewelt da keine Rolle mehr spielt. Nee. Die findet gar nicht mehr statt. Oder wirkliche Spiritualität, mal wirklich drauf zu kommen, wer bin ich eigentlich, warum bin ich, was ist meine Lebensaufgabe und so weiter und so fort. Das weiß man zum Beispiel auch, wenn jemand seine Lebensaufgabe hat, der wird wesentlich älter und wesentlich glücklicher. Und der andere große Punkt ist Beziehung. In jeder Hinsicht. Also ich habe gerade so 21 Interviews mitgemacht bei so einem Longevity-Summit in den USA. Da kam immer als die drei Hauptfaktoren für gutes, langes Leben Joy, Love und Connection. Ja. Immer. Das ist, das ist sozusagen die Basis, das Fundament vor allem. Und das zerstört man eigentlich irgendwie gerade. Und deshalb fallen da viele Werte weg und das Wertebild fällt auch weg. Aber ich bin dann schon der Meinung, muss man Selbstverantwortung übernehmen. Man darf das ja durchaus auch erkennen. Und dann kann man sich zumindest anfangen, in seinem persönlichen Umfeld danach auszurichten, soweit es geht. Und wer dann nicht mitspielt, den muss man einfach auch isolieren. Und diese Connection, diese persönlichen Beziehungen haben noch was ganz anderen Sinn. Das sind Austausch von Mikro-RNA. Warum wollen sich Menschen, die lange zusammen sind, auch physiologisch immer ähnliche, früher hat man gesagt, das sind ähnliche Verhaltensmuster, bla bla bla, bis sie mal draufgekommen ist, warum kriegen dann Adoptivkinder die Erbkrankheiten der Adoptiveltern? Also das kann ich mit Verhaltensmuskeln nicht so einfach begründen. Heute war es mal, ich atme schon mit Verhaltensmuskeln, aber man sagt heute Mikro-RNA-Ausatmung. Ja, aber das ist das Gleiche. Ich würde, wenn du es ganzheitlich siehst, dann ist deine Mikro-RNA die Dark Matter. Ja, okay. Ja, ist ja ein fantastischer Ausdruck, Dark Matter. Man weiß nicht wirklich, was das ist, diese Mikro-RNA. Und die Mikro-RNA wird ausgeschüttet praktisch von der sogenannten Chunk-DNA. Man sagt, wir haben so einmal 20.000 Gene. Ja, aber für was sie Sinn macht, wissen wir noch nicht richtig. Aber zum Beispiel bei den Tieren ist es auch so, wenn du hast einen Hund vor 20 Jahren oder 15 Jahre, so lange die eben leben, und du liebst den sehr, physiologisch passen sich die Leute an. Natürlich. Und der atmet auch Mikro-RNA. Und wir tauschen auch Mikrobiom aus. Mit jeder Berührung. Und das macht viel aus. Deshalb muss man Leute, die einem nicht gut tun, wirklich von sich weghalten. Aber ich meine, das ist nur ganzheitlich. Also wenn du sagst sozusagen, ein Adoptivkind übernimmt jetzt die Krankheiten der Adoptiveltern, hat aber genetisch mit denen ursprünglich nichts zu tun, dann ist das ja bereits Epigenetik. Ja, ist Epigenetik. Und Mikro-RNA ist Epigenetik. Ja, klar, das ist ein Umwelteinfluss. Man vermutet, dass dort auch unbewusste Aspekte drin sind in der Mikro-RNA. Ja. Also finde ich einen spannenden Aspekt. Ja. Absolut ist es möglich, dass wenn du in ein anderes System kommst und du bist mit dem genetisch nicht verwandt, dann heißt das überhaupt nicht, dass du die Krankheit nicht übernehmen kannst. Weil Psychoneuroimmunologie sagt ja, du übernimmst Modelle der anderen, die wirken auf dein Immunsystem und machen dann entsprechende Erkrankungen, die durchaus die sein können, bei denen du dann so nah dran bist. Da gibt es noch einen blöden Fall, und zwar, wo Glyphosat ausgesprüht worden ist, wächst ja theoretisch nur noch genmanipuliertes Zeug. Okay? Jetzt haben unser Mikrobiom, unsere Darmbakterien, haben eine fantastische Fähigkeit, die hat in der Evolution fantastisch funktioniert. Und zwar können die ohne weiteres aus der Nahrung DNA-Bausteine in die eigene DNA der Bakterien einbauen. Und jetzt kommt genmanipuliertes Zeug daher. Was kann da rauskommen? Und deshalb muss man diese Sachen mal ganz anders angucken. Und wir drehen an dieser Schöpfung rum, da drüben, wir wissen nicht, was da hinten rauskommt. So. Und das tun wir völlig unbewusst. Da wird alles durchgewunken, ob das 4G, 5G ist, egal, jeder Mist oder sagen wir mal, Strahlung, Autostrahlung, praktisch so. Elektrokarte, kaufen wir doch wirklich, ehrlich gesagt, kaufen wir Krebs ein. Das muss man einfach mal wissen. Mhm. Aber es wird alles durchgewunken, ohne Wenn und Aber, spielt überhaupt keine Rolle, keine Rücksicht auf Verluste.
dieses Mittel, das es da jetzt in den letzten... Es wird gewunken, ja. Das ist das Schlimme. Mhm. Es wird, wer ist denn der Es? Mhm. Und da müssen wir uns die große Chance der heutigen Zeit, ich bin ja so glücklich, dass was hier alles abläuft, weil wir endlich bewusst werden, dass wir diesem Es wird über uns bestimmt, dass wir dagegen ankämpfen müssen. Und das sind wir, ich und wir alle, die gegen dieses Es, weil wir sind da souverän. Nach uns muss es gehen, nicht umgekehrt. Habe ich heute Morgen schon gesagt. Und das ist so absolut wichtig. Und das müssen wir auch, das ist eine Aufgabe von uns, die wir das erkennen, dass wir uns nicht diesen Es einfach unterwerfen in dieser autoritätsfreudigen Unterwürfigkeit. Mhm. Nein, wir müssen, das hat mein spiritueller Lehrer mir vor 15 Jahren gesagt, du wirst sehen, dass wir müssen das Partisanische in uns kultivieren, jeder Einzelne. Wir müssen wieder zu Partisanen werden. Das war aber nicht ein Revolutionär, sondern das war ein spirituell absolut hochstehender internationaler Mensch. Und ich denke, das kommt jetzt sogar in die Bevölkerung hinein. Du hast gesagt, es ist noch nicht genügend passiert. Ja, es muss wahrscheinlich noch weitergehen, dass die Leute merken, es jetzt noch nicht. Aber immerhin haben wir viele, die sehen, dass Querdenker nicht einfach schlecht sind, sondern dass das die Pioniere der Zukunft sind, weil sie eben richtig wieder ihre Persönlichkeit integrieren und denken. Absolut. Bei der ganzen Situation. Das müssen wir kultivieren. Das ist einfach so wichtig. Das sind die Partisanen. Ja, das sind die Partisanen. Was geht in einem Menschen vor? Wir haben ja natürlich jetzt auch einen Part in unserer Gesellschaft, wenn der jetzt unsere Runde zuhören würde, der würde es kaum aushalten. Der müsste abschalten. Mhm. Da schaltet sich ab. Ja. Mhm. Kann ich auch nicht mehr helfen. Wir können nur Hilfe zu selbst. Ich denke, es ist ein Teil der Gesellschaft, der auch verloren ist. Also ich habe mir jetzt nicht zum Ziel gemacht, Menschen zu überzeugen, die sozusagen in diesen Welten untergehen. Ja, also ich glaube, wir müssen leben und wir müssen auf uns kümmern. Wir haben die Möglichkeit, über Wissenstransfer wie hier, über Gemeinsamkeiten und Natürlichkeit und Kultur ein besseres Menschenbild nach außen zu tragen, in der Medizin, in der Bildung, in dem Rechtssystem und wo auch immer alles den Bach runtergeht. Und die Menschen, die das nicht verstehen können, ich bin zu sehr Psychotherapeut, ich weiß, dass es da Kräfte gibt, die so destruktiv sind, und die du nicht über Rationales kriegst, sondern du kriegst sie letzten Endes über Irrationales. Und das sind, also Matthias Desmet spricht hier von Massenpsychose und Massenpsychosen, massenpsychotischen Phänomenen, die sind in Hypnose, die sind in Trance. Da kannst du nicht über Ratio kommen, da kannst du nicht über Vernunft kommen. Und letzten Endes, das ist ein bestimmter Bestandteil, den du wahrscheinlich meinst, der da abschaltet. Ich glaube gar nicht, dass es die sind, die Mitläufer sind. Es sind die, die wirklich verloren sind, die schalten ab. Die halten es, wie du es gerade wunderschön auch gezeigt hat, die halten sich aus. Das ist so eine Spannung, die müssen abdrehen. Und dann gibt es aber einen Prozentsatz, den müssen wir überzeugen. Und das sind Matthias Desmet redet von 40%. Also er sagt, 30% sind verloren in dieser Massenpsychose. Die sind weg, die sind verängstigt, in Panik, die sind vorkrank, ganz wichtig. In diesen letzten 3 Jahren, das ist ein Turbo der Unmenschlichkeit, der aber angelegt ist. Das ist nicht etwas, was plötzlich... Retraumatisierung, oder? Weiß ich gar nicht, ob es eine Retraumatisierung ist. Ich würde eher sagen, es ist einfach nochmal eine Schippe drauf auf das, was in den letzten 50 Jahren passiert ist, meines Erachtens. Oder länger, lassen wir das mal dahingestellt sein. Aber auf jeden Fall einen langen Vorlauf hat an Krankheit. Die Gesellschaft ist erkrankt. Und das, was wir in den letzten 3 Jahren erlebt haben, ist ein Turbo dieser Erkrankung. Und da sind Menschen, die sind vorerkrankt. Und die kommen jetzt in diese Situation hinein und sind sehr, sehr anfällig für Angst.
unglaublich anfällig für Panik, unglaublich anfällig die sind sozial isoliert, die sind psychisch erkrankt und jetzt werden sie mit etwas konfrontiert, das ihnen noch mehr Angst macht. Und zwar bewusst werden sie damit konfrontiert. Es wird auch nochmal so richtig alle Räder gedreht, damit die auch wirklich Panik kriegen. Und gleichzeitig gibt man ihnen auch ein Heilmittel an die Hand. Also man gibt ihnen zwei Sachen, Angst und das Heilmittel. Und die stürzen sich natürlich drauf, ja, in ihrer Verzweiflung, in ihrer Erkrankung und rotten sich damit zusammen. Und damit kommen sie aus ihrer sozialen Isolation raus. Das ist ein hochinteressantes Phänomen. Das heißt, diese verzweifelten, sozial Isolierten einer neoliberalen Gesellschaft, die finden jetzt zusammen über dieses Narrativ, das wir in den letzten 3 Jahren gehört haben. Und die werden einen Teufel tun, diese soziale Verbindung wieder aufzugeben. Und wenn die uns hier hören und hören, dass wir eigentlich etwas erzählen, dass dieses Narrativ entblößt sozusagen, und dann sind die sterben für dieses Narrativ. Die sterben dafür, dass sie in sozialer Verbindung bleiben. Die lassen sich alles reinrahmen, damit sie ja in dieser sozialen Verbindung bleiben können. Die sind verloren. Ist sozusagen ihre letzte Herde. Das ist ihre allerletzte und das war's dann. Ja, und ich denke, die werden wir nicht kriegen. Wen wir aber kriegen, sind die 40%, die unterwürfig sind, die sich den Regeln unterwerfen, die sagen, okay, wenn jetzt der Staat und die Medizin und ich weiß nicht, was uns sagt, wir müssen das tun. Wir würden es nicht tun, ehrlich gesagt, aber wir tun's. Damit sind wir Missbrauch. Denn wenn du etwas an deinem Körper machen lässt, was du eigentlich nicht machen möchtest, aber es tust, weil Vater Staat oder Medizin dir das vorschreibt und die Medien nochmal reinputschen, dann bist du missbraucht und traumatisiert. Das ist eine hochgefährliche Schicht. Das sind die, wenn sie kippen, dann kippen sie und merken, ich bin missbraucht worden. Und da ist sehr viel Wut. Das sind die Unterdrückten. Das sind die Autoimmunerkrankten der Zukunft. Ja? Denn Autoimmun ist für mich autoaggressiv. Das ist eine Erkrankung, wo Menschen die Wut nicht zeigen dürfen, weil es früh nicht erlaubt war, aggressiv zu sein in der Familie zum Beispiel, ja, aufzubegehren. Die können Wut gar nicht empfinden und strafen sich im weitesten Sinn mit autoaggressiven und autoimmunen Reaktionen bis zum Tod. Und die werden in ihrem Posttrauma, was sie jetzt erleben werden, sehr, sehr krank werden und sehr, sehr wütend. Und da ist ein Riesenpotenzial. Nicht wir sind die Wütigen. Wir sind das nicht. Ja, A, sind wir nicht missbraucht. Ja, und uns kann man nicht mehr. Das ist wie Tennisspielen. Ja, wenn du das einmal gemacht hast, dann kannst du es. Ja, wir kommen nicht mehr zurück. Und viele, die das jetzt verstanden haben, kommen nicht mehr zurück. Ja? Also das passt. Das ist die gesunde Richtung, die wir gehen. Aber die 40% müssen wir irgendwie kriegen. Ja? Und die kriegen wir über Wissenstransfer. Absolut. Durch solche Dinge, wie wir sie jetzt hier machen. Absolut, total. Das ist die einzige Möglichkeit, wirklich Dinge zu kommunizieren, richtig, diskutieren, kontrovers zu diskutieren. Absolut. Und das publik zu machen. Sonst verändern wir nichts. Und die schalten nicht ab. Diese 40% schalten gerade nicht ab. Leider so richtig. Das sind vielleicht auch jetzt die sagen, jetzt reicht's. Richtig. Also ich habe bis jetzt mitgemacht, richtig, aber jetzt bin ich an genau einem Punkt, wo... Den vierten nicht mitmachen. Mhm. Das sind ja viele, die den vierten nicht mitmachen. Man muss sich ja die Frage stellen, warum machen die den vierten nicht mit? Mhm. Warum dreimal und dann nicht viermal? Da muss ja was passiert sein. Da ist ja jetzt ein Kippeffekt, hat er stattgefunden. Da gibt es natürlich die anderen, die 30%, die Verlorenen, die machen den vierten nochmal. Aber da gibt es einen großen Anteil, der es nicht mehr macht, der lässt nicht mehr. Das ist ein hochinteressantes. Jetzt seid ihr jetzt beide auch, oder ja, eigentlich drei auch, wirklich in der Praxis mit den Menschen, ja, die jetzt natürlich auch unter diversen Folgen von medizinischen Sonderprogrammen leide und erstmal vielleicht gar nicht so bewusst war, wie jetzt diese Kettenreaktion von Autoimmunerkrankungen, Entzündungskaskaden überhaupt entstehen konnte. Was passiert mit den Patienten? Hast du das Gefühl, es entsteht jetzt dadurch auch, dass der Körper solche extremen Reaktionen zeigt, auch einen gewissen Veränderungsprozess, was das Weltbild angeht? Was er gesagt hat, ist extrem interessant. Wir haben auch die Ärzteschaft ist ja auch eine Schaft. Also ich meine, es ist auch eine soziale Gruppe, zwar ein bisschen elitäre soziale Gruppe, aber trotzdem, wir haben auch hier diese 40%, die sind verloren. Mit denen hat es gar keinen Sinn. Dann haben wir die schwanken. Denen müssen wir
die eben wissen, wo es durchgeht, denen müssen wir zeigen und sagen, nämlich, wie es eben wirklich ist. In meiner Praxis, ich deklariere mich ja als biologische Medizin für Leute, die ihren Körper selber gesunden lassen wollen. Ich zeige Ihnen wie. Und ich habe eine positive Auswahl von Menschen. In meiner Praxis, würde ich sagen, sind recht viele wie wir, die wissen, was durchgeht. Mhm. Wir haben aber etwa 80% meiner Menschen, die eigentlich jetzt in so eine Schwanksituation kommen. Die merken, da war etwas nicht gut. Mhm. Und jetzt kommen gleich, wo langsam offensichtlich der Staat auch erkennt, ups, es gibt eine gefährliche Gruppe deren, die allenfalls kippen könnten und uns nicht einfach im Narrativ folgen. Und jetzt wurde plötzlich dieses moderne Krankheitsnarrativ, ich sage jetzt den Namen nicht, wurde so ein bisschen in den Hintergrund gesetzt. Und es kamen dann energiepolitische Unsinnigkeiten und Klima, das gar nicht so ist, also denke ich. Und so weiter kamen andere Narrative einfach, um ein bisschen Zeit zu gewinnen. Aber auch da merke ich bei meiner Patientenschaft sehr differenzierte Menschen, das müssen nicht Studierte, ich habe ganz viele noch einfache Menschen, die zu mir kommen, aber die noch Grips im Kopf haben. Und die merken dann langsam, das stimmt ja alles nicht mehr, wenn wir nicht die Führung, drum das Wort, das ich so liebe, der Souverän, wir sollten wieder der Souverän werden. Wenn wir das nicht tun, dann geht es wirklich bergab. Wir sind jetzt am Entscheid, haben wir einen dritten Weltkrieg der Moderne mit anderen Instrumenten. Jetzt wird da noch vorgegaukelt wegen, weiß ich, was für Kriegsherden, die fürchterlich sind, keine Frage. Aber auch da, wir müssen uns überlegen, was waren denn die Hintergründe dahinter? Aber lassen wir diesen politischen Aspekt. Ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir jetzt diese kippende, doch recht große soziale Gruppe in den Griff nehmen und sie nicht in den Griff nehmen, sondern informieren und zu Mitstreitern für die gute Sache machen. Das ist das Wichtige, denke ich. Bei mir, ich habe eigentlich nur mit Menschen zu tun, ich berate in Technologien, also Hochfrequenztechnologie und so. Da muss ich feststellen, da finde ich immer klasse, so Frauen um 70, 80, die blicken es komplett. Die haben vielleicht einen Zweiten Weltkrieg am Ende noch mitbekommen und so. Die durchschauen das ganze Spiel, was hier falsch läuft. Das macht mir jedes Mal Freude, diese Gespräche zu führen. Da denke ich, Mensch, wow, die ist nicht gedacht. Aber viele, die vielleicht jetzt so 45 sind, ich habe eine eigene Familie, so einen Fall. Veganer, hoch erfolgreich als Jurist, verdient Riesengeld. Veganer seit 16. Er und seine Kinder Vollprogramm. Ich meine, da muss man einfach mal überlegen. Ich bin da einer, ich bin, sagen wir mal, mit Belegen gut ausgestattet. Wenn ich nicht auftrete, kann ich es auch beweisen, sonst sage ich es nicht. Da halte ich das Attribut Wahnvorstellung. Oder auch, wenn man sagt, okay, was ist das, wo kriegstechnisch abläuft, du darfst da gar nicht mehr sagen, dass der Zelensky einer der korruptesten Politiker Europas ist und dass Ukraine, glaube ich, in der Rangliste im Prinzip bei den korruptesten Staaten der Welt ist, glaube ich, zweitletzter. Wir mischen uns da ohne wirkliche Not in innerpolitische russische Angelegenheiten an, wo vieles gelogen wird hin und her. Und ich bin kein Fan von Herrn Putin, ganz im Gegenteil. Da läuft vieles, vieles, vieles falsch. Aber dürfen wir dafür Deutschland, den Wohlstand und alles opfern? Die Sozialsysteme, den Rechtsstaat, alles, du darfst es gar nicht mehr sagen. Der Donani hat es mal klipp und klar gesagt. Herr Putin hat mal einen Brief geschrieben, November letzten Jahres, bevor der ganze Mist angeht, sagt zu Herrn Biden, wir müssen uns da dringend hinsetzen, wir müssen die Situation in der Ukraine besprechen. Und so geht es jetzt nicht weiter, so kann es eskalieren. Das hat Herr Biden rundherum abgelehnt. Und dann muss einfach bei einem verantwortlichen Politiker bei uns, müssen denn alle roten Lichter angehen und sagen, dann müssen wir jetzt die Initiative ergreifen. Wir sehen sie auch eskalieren. Wer hat denn irgendwas davon? Und da muss ich einfach sagen, die Menschen müssen einfach auch die anderen Aspekte mal angucken. Und was mich momentan in der Gesellschaft unglaublich stört, ist diese Zensur, dieser Ausschluss, wenn einer eine andere Meinung hat. Wir sind doch mal eine offene Demokratie gewesen. Wir waren doch mal ein offener Rechtsstaat. Du darfst die andere Meinung gar nicht mehr äußern.
Und jetzt wird noch zum Denunziantentum aufgerufen. Jetzt geht es ganz ans Ende. Da gab der Justizminister oder Innenminister hat einen kleinen Vortrag gehalten. Der hat dann raufgerufen, sagen wir, andere Menschen, die andere Meinung sind, zu denunzieren. Ab Betriebsgröße 50 muss man eine Stelle einrichten, wo sich die Leute melden können. Für kleinere Betriebe muss dann eine staatliche Stelle eingerichtet. Sagen wir, wo sind wir eigentlich hingekommen? Also habe ich schon Mühe. Ja, Elmar, du kommst ja auch aus dem, sag ich mal, Fußballsport. Ist ja auch so Brot und Spiele. Ja? Brot und Spiele. Was ist eigentlich da passiert? Also es war für mich ein unglaubliches, interessantes Schauspiel zu sehen, wie da mit zweierlei Maß auch das wirklich verdeutlicht wurde. Ja. Ob da Kinder mit Masken reinliefen, während die Profis ohne Masken liefen. Also, weißt du, da wurde ganz viel. Ich fand es ein ganz tolles Instrument, um eigentlich einen gewissen Prozess des reflektierten Denkens anzustoßen. Ja, Sport ist das Spiegelbild unserer Gesellschaft, das muss man ganz klar sagen. Der Fußball ist klar, das ist Medienöffentlichkeit, du stehst in den Medien, aber die Art und Weise, auch am Anfang gab es ja ganz, ganz viele Diskussionen, dann stand nur der Kommerz im Vordergrund, das muss man ganz klar sagen, die Spiele müssen durchgeführt werden, es muss alles gemacht, aber trotzdem, die Diskussion war sehr, sehr hart, es ging um ganz klare wirtschaftliche Interessen, aber die so gravierend waren, dass das muss man einfach auch in dieser Wirksamkeit sagen. Denn auch wenn heute durch die mediale Landschaft der Profifußball nicht mehr so von den Zuschauern getragen wird, sondern die leben ja von den Fernsehgeldern, die gezahlt werden. Aber die Fernsehgelder letzten Endes werden dann gezahlt, wenn Zuschauer rekrutiert werden können. Also. Das ist ja so ein so. Und da war ja das ganz große Problem. Vielleicht können sich die alle noch erinnern, liebe Zuschauer, das war schon gravierend. Ich weiß nicht, das erste Spiel ohne Zuschauer, wie war das nochmal? Das war so für mich. Krass, so. Das war nach Leipzig. Leipzig war noch mit Zuschauern und ja, dann war und da, die den nächsten weißt Tag war immer, Barcelona, gell? So irgendwie war's. Aber das hat mit dem, was ich auch kennengelernt habe, ich war selbst mal Trainer der zweiten Bundesliga, das war so emotionslos, dass das natürlich enorme Schwierigkeiten beinhaltet und dass da auch ganz andere, das war ja fast ein gutes Dreivierteljahr so, dass kaum Zuschauer da waren, dass dann ganz andere Ergebnisse erzielt worden sind, da darf man sich nicht wundern, weil Emotionalität, Zuschauer, da wirst du das ist ein direkter Zusammenhang. Und wenn die Emotionen von den Zuschauern auf die Spieler nicht übertragen werden können, dann läuft das Spiel anders. Das sind ganz viele Mechanismen, die abgelaufen sind, die schon sehr schwierig sind. Ja. Total interessanter Punkt, weil Bayern wurde Champions League-Sieger. Und ich finde es interessant, weil Deutschland ja die übelste Nation ist, wenn es um die letzten drei Jahre ging. Rohstockmäßig. Also kühl und rational und ohne Emotion. Die können das wahrscheinlich am besten. Das könnte eine Erklärung dafür sein, dass da die Champions League gewonnen wurde, genau in der Zeit, wo eigentlich die kühlste, menschenentfremdetste Form der Champions League durchgeführt wurde. Ja. Oder? Ist doch interessant. Das könnte ein interessanter Aspekt. Ja, weil nochmal, dass Deutschland federführend ist, in dieser fürchterlichen Art und Weise mit Menschen umzugehen, das ist ja bis zum heutigen Tag so. Ich fand immer... Und Österreich im Schlepptau, wie immer. Ja. Ja. Hat die Geschichte ja gezeigt. Gerade was Thema Emotionen und Bindung angeht, fand ich immer gerade so auch das Stadion und der Fußball im Kanal, wo zum Beispiel auch Männer haben ja nicht so wirklich eine Plattform wie jetzt Frauen, um ihre Emotionen zeigen zu können. Mal zu weinen, mal schwach zu sein. Und ich fand, wie guckst du mich an? Oh, das ist gefährliches Terrain, oder? Sexismus. Nein, aber dass man sagt, wir haben über das Stadion den Männern die Möglichkeit zu geben, ja. Schreien, weinen, ja, in Arm gut, ja. fallen. Alles stimmt. Das, was als Kind unterdrückt stimmt. wurde, absolut. Das durfte da ausgelebt richtig, werden. Ja. Und es wurde den Männern genommen. Das ist gut, ja. War das stimmt, kein ja. guter Ansatz ja, von sehr mir? Gut. Sehr guter Ansatz. Sehr guter Ansatz. Ja, ja, ist richtig. Ja. Ja. Und es wurden Orte geschaffen, die diese Roboter
die Möglichkeit gaben, auch mal Emotionen auszudrücken. Das stimmt schon. Ich meine, das ist schon ein Unterschied, ob du ein Kind kriegst und mit dem Kind dann in soziale Aktivitäten kommst. Das ist nun mal eine ganz andere Sozialisation der Frau wie die des Mannes. Und wir wissen das ja auch aus Untersuchungen, Männerpsychologie. Wenn wir Männer gestresst sind, dann greifen wir mehr dazu an Substitution über schlechtes Essen und ziehen uns zurück und sind autoaggressiv und Frauen beginnen zu chatten. Die beginnen zu reden, die suchen sich Soziales, wenn sie gestresst sind und versuchen sozusagen über soziale Kommunikation Stress abzubauen. Mhm. Das ist ein völlig anderer Mechanismus. Ja? Das ist jetzt vielleicht plakativ, da wird es auch Männer geben, die es anders machen, aber das ist so ein Grundsozialisationsphänomen, wo es absolut passt, was du sagst. Mhm. Und diese ganze Wut und diese ganze Spannung, diesen ganzen Stress, den wir haben, warum wir auch früher sterben nebenbei, ist ja nicht so. Ja? Also das ist ja die psychosomatische Klarheit, oder? Männer sterben früher. Das hat nichts mit den Geschlechtshormonen zu tun. Ich habe da mal gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt. Auch an dieser schrecklichen Erkrankung der letzten 3 Jahre sind ja vor allem Männer gestorben. Und die Maschinenmedizin meint doch wirklich, dass das die Geschlechtshormone sind, die männlichen. Und ähnlich ist es bei der Autoimmunerkrankung. Da sterben vor allem Frauen oder beziehungsweise erkranken vor allem Frauen. Also das wird das weibliche Geschlechtshormon sein. Also das ist die größte Verdummung dieser Medizin, dass sie unter Reduktionismus, das ist Reduktionismus pur, zu sagen, es ist das Geschlechtshormon. Es ist die Unterdrückung der Frau, die die Autoimmunerkrankungen macht. Wie wäre es damit? Es ist der chronische Stress, den wir Männer in einer Leistungsgesellschaft, die völlig außer Rand und Band ist, uns fertig machen und sterben lassen. Das sind soziokulturelle Phänomene, die Männer und Frauen in bestimmte Krankheiten treiben. Und vielleicht, Entschuldige, bevor man eines, wir haben jetzt über den Profifußball gesprochen, aber wir müssen über die Basis sprechen, über die Kompensationsmechanismen, die Männer, ob bis Landesliga, Bezirksliga, Kreisliga, nicht mehr anderthalb oder ein Jahr nicht mehr praktizieren konnten. Mhm. Was das auf der psychosomatischen Ebene, das ist irre. Keine Kompensationsmechanismen, keine Katharsis, kein Ausgleich, das ist massiv, das führt zu Frust ohne Ende. Wir haben nur vom professionellen Fußball jetzt gesprochen, aber von der anderen, die durften ja nicht mehr, die durften ja gar nicht mehr. Die Kinder, die lieben den Fußball, das 1:1, dieses Tackling, nichts war möglich. Ja. Die kamen mit Kastenwegen auf den Fußballplatz. Das war bei uns im Wohngebiet 6 Kastenwegen reingefahren und die Kinder vom Fußballplatz verjagt. Ja. Und dann wurde, also, da wurde in Gruppen trainiert. Vor allen Dingen, was richtig bei Kindern an, wenn ein Einsatzkommando mit Hunden kommt und dich vom Spielplatz jagt. Ich meine, da... Krankheit in den nächsten 50 Jahren, kann ich nur sagen, das wird, die Industrie wird sich die Hände reiben, die Medizinindustrie, weil da kommt so viel Krankheit jetzt, aufgrund dessen, was in den 2 bis 3 Jahren jetzt stattgefunden hat, bei den Kindern, bei den Traumatisierungen und Missbrauch der Kinder, das ist unvorstellbar. Das wird explodieren. Und wir werden ein Modell haben, das Schweden-Modell, dass das nicht gemacht hat und wir werden sehen, was es für einen Unterschied macht, wenn ein Land das nicht macht und ein anderes Land das macht. Wir haben ein natürliches Experiment. Es ist ganz selten, dass es sowas gibt in der Wissenschaft. Aber wir haben es. Die haben es gemacht und die anderen haben es nicht gemacht. Und wir werden sehen, es wird eine Riesenschere auseinandergehen an Krankheiten in anderen Ländern. Wir haben gerade, was das anbetrifft, also jetzt gibt es ja Zahlen, sind draußen über die Übersterblichkeit. Und das gerade Schweden ist ja mit Abstand die tiefste Übersterblichkeit. Ja. Und alle die Länder wie Griechenland, Spanien, Italien haben bizarre 30-fache Übersterblichkeit. Israel, Neuseeland, oder? Ja, das kommt dann noch dazu, die zweite Geschichte. Aber ja, das sind ja nicht nur die Maßnahmen, sondern das ist ja noch das andere. Richtig. Ja. Und das werden wir nicht mehr unterscheiden können. Jetzt in meiner Praxis, wo ich halt die Menschen kriege mit. Wir sind halt spezialisiert für schwierige Krankheiten und unklare Krankheiten. Wir haben, das sage nicht nur ich, sondern auch ähnliche, auch Frau Wichel sagt genau das Gleiche, eine Explosion von autoimmunen Fällen, eine Explosion von Tumorpatienten, die einfach verlaufen. Ich habe seit 20 Jahren Tumortherapieerfahrung, aber das habe ich nie gesehen. Krebskrankheiten, die ich nie gesehen habe. Ich mache wirklich seit 20 Jahren sehr intensive Krebstherapie. Und eben auch Autoimmune, das ist ja eigentlich mein Spezialgebiet gewesen. Und das sehen wir heute halt eben
explosive Multiple Sklerosen, explosive Polyarthritiden und so weiter. Also ganz absurde Bilder, die ich früher nie hatte und heute in einer ganz großen Menge. Ja, wir haben jetzt natürlich, sag ich mal, ganz viele Themen aufgemacht, beleuchtet. Ich würde gerne abschließen, um einfach diese Runde auch ins Positive, in die Zukunft nochmal zu bringen, wirklich so eure Vision, euer Wunsch und auch vielleicht Elemente aus eurer Erfahrung, die es wirklich schaffen könnte, wenn wir jetzt gerade diese 40% Zuschauer haben, die jetzt sagen, ja, und was machen wir jetzt? Ja, jetzt haben wir gehört, was alles schief lief, aber was hat jeder von euch für ein positives Statement einfach für den Zuschauer, um zu sagen, wir kriegen das Ding auch wieder gekippt. Ja, wir haben eine Zellregulation, wir haben eine Epigenetik, wir haben das Wissen über Mikronährstoffe. Wir kriegen das Ding wieder gewuppt, aber ich würde es gern von euch einfach kurz abschließend nochmal hören. Der erste Punkt, wo ich vielleicht sagen wollte, ist, es gibt nichts, was nicht regenerierbar wäre. Mhm. Früher gab es das Dogma, Nervenzellen sind nicht regenerierbar, heute weiß man es 1000-mal besser, Neuroplastizität. Und so ist es eigentlich mit allem. Also wir müssen uns erstmal dieses Dogma über, es gibt nichts, was jetzt gesundheitlich nicht regenerierbar wäre, vom Grundsatz her. Und da muss aber das Mindset auch stimmen. Mhm. Und das andere ist, ich darf mich nicht in Angst und Panik versetzen lassen durch Aussagen, die ich darauf auf den Wahrheitsgehalt überprüfen kann. Das sollte ich aber auch tun. Dann trifft mich diese Angst und Panik nicht und auch in die Selbstverantwortung gehen. Okay, ich bin für mein persönliches Schicksal, bin ich selbstverantwortlich für das von meiner Familie, meine Freunde. Dann ist aber auch zunächst mal gut. Und da konzentriere ich mich drauf und mache dort alles gut und sauber und lasse mich von diesen Panikattacken und dieser, sei mal wirklich Meinungsmanipulation und Propaganda, einfach nicht mitreißen, sondern ich prüfe das wirklich selber auf Wahrheitsgehalt. Wenn es sich dann für mich wahr anfühlt, dann ist auch okay. Dann kann ich auch damit leben, aber dann muss ich keine trotzdem Panik und Angst und sowas weglassen, weil das killt mich. Mhm. Das killt mich. Völlig d'accord. Ich habe ja gesagt, ja, zu Beginn schon mal, wenn ich morgens jetzt mein Sportprogramm mache, war immer die erste halbe Stunde die Tageszeitung. Mhm. Und heute ist die weg. Mhm. Es geht mir viel besser. Weil das heißt ja nicht, dass ich ignoriere, sondern ich gehe anders damit um. Ich reframe, ich deute für mich positiv um. Und das kann jeder bei sich selbst an. Da muss jeder bei sich selbst anfangen. Wir können nicht verlangen, dass Vater Staat kommt und sagt, wir reframe, wir deuten alles um, sondern fang bei dir selbst an. Geh anders mit dir selbst um, dann hast du ganz andere Möglichkeiten. Das ist wirklich das, was... Also wir müssen wirklich in letzter Konsequenz bei uns selbst anfangen. Aber aus, ich habe es schon mal gesagt, aus den extremen 3 Jahren, das als Chance nehmen, was kann man, es ist noch nicht zu Ende, es wird irgendwann wiederkommen. Aber immer wieder sagen, was kann ich tun? Indem ich nämlich versuche, die Krise als Chance zu sehen, das sage ich immer als Fußballtrainer, es ist leider so, und das ist mir immer gut gelungen, auch wenn ich gerade Bundesliga-Trainer geworden bin. Man hat gesagt, da bist du eben kein Schwein genug. Ne? Also man hat mir immer gesagt, warum hast du dich nicht durchgesetzt als Bundesliga? Ich war mit 28 der Nagelsmann. Der Nagelsmann der Bundesliga mit 28 Jahren. Da habe ich gesagt, ja, ich bin vielleicht auf der menschlichen Ebene zu gut zu den Spielern gewesen. Das war aber vor 30 Jahren anders wie heute. Mhm. Heute musst du Supervisor sein, du musst überwachen können, du musst Verantwortung, du musst delegieren können. Das war zu der Zeit bei mir gar nicht möglich. Mhm. Aber viele Menschen sind froh, dass du dich natürlich dem Feld der Mikronährstoffe gewidmet hast. Ja, genau. Da leistest du wesentlich mehr Beitrag. Ja, genau. Vor allen Dingen für die neuen Wege. Ja. Genau. Ja, ich kann eigentlich nur zustimmen, was bis jetzt gesagt wurde. Ein kritisches Denken, also verstehen, versuchen zu verstehen und die Informationen diversifiziert an sich heranbringen. Wobei natürlich, wenn ich in der Früh dann auch das andere nicht lesen kann, ich bin im Telegram, ich lese jeden Tag Uncut News, ich habe jeden Tag die sozialen Medien, die mir dieses andere Narrativ verdeutlichen. Und das macht mich krank, das weiß ich auch. Ja. Also ich muss da, ja, also ob das du jetzt die Leitmedien absolut, liest oder ob du die andere Seite liest, ist es eine Apokalypse, die uns bevorsteht. Ja? Also entweder glätten sie dich hier tun dich in Watte und du denkst dir, das darf nicht wahr sein, oder auf der anderen Seite, sie zeigen dir auf, in welche Richtung das Ganze geht. Ich denke an Ernst Wolf, ich denke an diese ganzen Leute, die sagen, also das wird noch ganz richtig schlimm werden. Arbeiten beide mit Angst. Sie arbeiten beide eigentlich mit Angst, hat man wirklich den Eindruck, oder? Du kommst und deswegen, bei beidem nicht in die Mitte. So ist es, du kommst mit beiden nicht in die Mitte. Also das heißt, es wäre da sicherlich auch wichtig,
Aber ich kann nur sagen, diversifiziertes Wissen, kritisches Denken, ja, und von oben nach unten denken, immer eine Metaebene einnehmen, nie im Unteren bleiben, im Geäst sozusagen, im Kleinsten, sondern gucken, wo ist der Baumstamm, von wo geht das alles aus, was sich Gedanken darüber machen, wer hat wo welche Interessen. Wir sind in einer Leistungsgesellschaft, wir sind in einem Kapitalismus, wir sind in einem Wertesystem, das Geld über den Menschen stellt. Da, wenn man dieses Mindset über das legt, in dem wir sind, dann sind Interessen, dann ist das, was fehlt, ist plötzlich interessant. Wenn alle über Russland reden, wenn alle über Ukraine reden und niemand über USA, dann gehen wir Medienantennen hoch. Mhm. Es wird über etwas nicht berichtet. Und das ist wahrscheinlich der wahre Problempunkt innerhalb dieser ganzen Geschichte. Das ist auch das Gefährliche. Das ist das eben. Und deswegen sage ich, also ich glaube, einfach mal dieses Verstehen verstärken. Und ich glaube, das ist einer der ganz, ganz wichtigen, ja, in die Richtung würde ich gehen, kritisches Denken. Vielleicht und das auch, Erste, was abgestellt wurde, war Querdenken. Mhm. Das Erste, was abgestellt wurde, war Querdenken und Kunst. Mhm. Das waren die zwei Dinge, die der Vaterstaat nicht wollte. Das ist das Gefährlichste, was passieren kann. Das kann man nicht kontrollieren. Du kannst Kunst nicht kontrollieren. Kunst hat einen unglaublichen Effekt. Und wenn du gut mit Kunst umgehst in Richtung Politik, dann kannst du unglaublich viel machen. Und Ähnliches wie im Querdenken. Das wurde sofort abgestellt. Das ist das Gift für einen autoritären Staat. Ich wollte eine Begrifflichkeit haben, Selektionsfähigkeit. Wir müssen heute dazu in der Lage sein, Dinge zu selektieren, ja, für uns, jeder Einzelne. Ja, das ist richtig, ja, absolut. Ich finde das Ganze, trotz aller Tragik, die jetzt läuft in der Welt, ich finde es trotzdem gut, weil wir haben die 30% verloren, das wird langsam klar. Wir haben aber die 40% plus, was bleibt denn noch die 30, wie wir, die Kritischen, die Querdenker, die jetzt langsam Recht kriegen. Und es kann nicht mehr einfach gesagt haben, ja, sei Querdenker und so. Das ist alles Quatsch, weil es ist nicht Quatsch. Wir haben Recht gekriegt. Und ich kann damit voller Sicherheit und voller Kraft zu den anderen 30 gehen. Erkennt jetzt und kommt mit uns, weil wenn ihr eure Gesundheit, wenn du deine Gesundheit in deine Hand nimmst, dann hast du Chance. Mhm. Wenn du aus dieser matten Gleichgültigkeit herauskommst, das ist der große Gewinn dieser Zeit. Schön. Vielen Dank. War eine richtig gute Runde. Ich hoffe, wir konnten noch mal ein paar mitnehmen auf die Reise. Schön, dass ihr da wart und ich freue mich, euch bald wieder treffen zu dürfen. Danke. Liebe Zuschauer, ja, ich hoffe, Sie hatten genauso viel Freude über diesen regen Austausch mit den wunderbaren Gästen. Und falls Sie weitere Interviews zu diesen Themen oder auch, ja, weitere Gesundheitsthemen schauen möchten, können Sie gerne unter Wikisana sich schlau machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis bald und tschüss.